Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, ich stehe hier immer noch so ein bisschen ratlos rum. Ich bin auch in der Zeit nirgendwo mehr gewesen. Nirgendwo mehr gewesen, weil ich habe das Spiel jetzt im Hintergrund stehen gelassen, weil ich jetzt eben noch in einem anderen Spiel verabredet war. Und ja, versuche jetzt noch so weit zu spielen, dass der zumindest speichert, weil das ist hier halt ein bisschen blöd mit der Speicherung. Das Problem ist, dass ich ja hier schon alles durchgelaufen bin und noch nichts gefunden, was heißt noch nicht, nichts gefunden habe, was man vielleicht ansatzweise als Knopf durchgehen lassen könnte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was man jetzt hier machen kann oder warum ich das jetzt aufnehme, ohne dass ich jetzt die Lösung dazu habe. Ich könnte mich jetzt... Also das Einzige, was ich überlegt hatte, das hatte ich noch überlegt, wo ich rausgegangen bin, ob wir uns nicht eventuell einfach auf dieses Gerät draufsetzen können und einen speziellen Code sozusagen eingeben können. Weil es sind halt nur drei Knöpfe da. Ich meine, es ist halt ein Auto, ne? Oder sowas ähnliches. Aber man müsste normalerweise die Knöpfe... Weil die machen ja unterschiedliche Töne... Das ist zum Beispiel... Und das? Ne, die machen nicht unterschiedliche... Moment. Wieso ist da jetzt dieses andere Symbol mit drauf? Und was bedeutet das? Das ist ein Pluszeichen. Ich kann aber nicht da draufklicken. Kann man da irgendwas... Nee, man kann aber nichts damit benutzen, oder? Doch! Unmöglich. Okay. Okay. Und jetzt? Nee, oder... Ich habe nur dieses blöde Zeichen nicht gesehen, oder was? Ey, ich... Ist nicht euer Ernst jetzt. Ich habe jetzt quasi eine ganze Folge dafür gemacht, wie ich diese Kohle in dieses Scheißding reinkriege, weil ich hier oben dieses Zeichen nicht gesehen habe. Oh, ich könnte mich jetzt hier gerade, ehrlich... Muss ich die jetzt alle drücken? Moment, das ist grün. Okay, anscheinend nur den... Das funktioniert aber auch nicht. Ah, jetzt funktioniert es doch. Ach, das soll so eine Art Gabelstapler sein, ja? Oder ist das nur, damit der in den Schienen drin ist? Ah, das ist dann der Kran. Habe ich das doch richtig gedacht? Aber ich konnte den nicht benutzen, wahrscheinlich, weil das draußen ist. Jetzt speichert er auch ab. Also hätte ich das alles in der letzten Folge schon machen können, hätte ich auf Wiedersehen sagen können und ich hätte das Spiel abgespeichert. Schön. Jetzt habe ich meinen Mauszeiger wieder nicht. Das ist immer so ein bisschen... Ach, da. Das ist immer so ein bisschen verbuggt hier. Ich kann das Ding aber doch nicht... Moment, hier ist was. Ich wollte gerade sagen, ich kann das Ding doch nicht bedienen, wenn ich hier nichts machen kann. War das 0509? Ich war, also irgendwas mit 05 am Anfang auf jeden Fall. Boah. 3 Stunden ist es her, dass ich hier im Spiel war. Und ich kann den Code noch auswendig. Das ist ja cool. Okay, dann können wir jetzt hier hochgehen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich es schaffe, diesen Kran zu bedienen. Aber wie schwer wird das wohl sein? Kacke. Okay, das sind die... Ansichten, okay. Wieso steht der jetzt nach links gedreht? War der nicht eben noch nach rechts gedreht? Das wollte ich nicht.
Okay. Kann ich den dann hier mitdrehen? Ja, nur in die falsche Richtung. Okay. Gut, machen wir es jetzt halt alles hintereinander. Es wäre schön, wenn du dich weiterdrehen würdest, Junge. Hä? Kann ich den jetzt nur andersrum drehen? Hallo? Ach so, ich glaube. Nee. Okay, so eine richtige Logik scheint jetzt nicht drin zu sein, wenn das da ist und das aber dann... Ja doch. Okay, scheint doch eine Logik bei zu sein. Ich glaube, das dürfte dann nach unten gehen, oder? Oder auch nicht. Okay, vielleicht macht das nur an und aus. Kann ich hier? Doch, jetzt kann ich drücken. Was mir aber nicht hilft. Ah, jetzt. Alle Männer und Frauen bitte zur Seite gehen. Ich habe noch nie einen Kran bedient und schon gar nicht in einen Point-and-Click. Okay. Das heißt, gemäß... Nee, Moment. Gemäß dem, was ich jetzt denke, müsste das so sein. Ach, deswegen kann man den Kran auch... Ah, okay. War das jetzt in die Richtung? Nee, das war wieder zurück. Das sieht mir irgendwie nicht ganz richtig aus, aber weiter geht er nicht. Oh Gott. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Ja, du sollst sie ja nicht auskippen, du sollst sie runterlassen. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Ich will den runterlassen. Wieso geht der nicht runter? Hm. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Ja, und nu? Ich kann den doch kein bisschen jetzt nur drehen. Macht der doch. Ja, der macht doch die ganze Runde. Also daran kannst du jetzt nicht. Du sollst den runterlassen. Aber ich kann den nicht runterlassen, weil das hier blockiert wird irgendwie. Da fährt er ja nur wieder zurück. Und da fährt er dann wieder in den anderen Zustand. Warum fährt er dann in den anderen Zustand? Muss ich den dann von da aus nochmal drehen? Oh, das war dann ganz falsch. Kann ich immer noch nicht. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Was soll denn der Quatsch mit dem Hebel hier? Weil dann geht der ja immer eine Vierteldrehung zur Seite. Das ist ja Blödsinn. Und das ist ja auch Blödsinn, wenn ich das jetzt da oben rausmachen würde. Nur wieso kann ich den hier nicht mal runterlassen? Das verstehe ich nicht. Also ich müsste wirklich den Button, jetzt ist meine Maus wieder weg, den Button hier oben drücken können, damit ich den ganz einfach wieder runterlasse, dass der halt da reinkommt. So verstehe ich das jetzt. Aber das möchte er nicht. Und ich kann hier auch nicht nur so ein Stückchen oder so drehen, weil er dann immer direkt zum nächsten rüberspringt.
Und da geht er halt immer, ja, eine Vierteldrehung wieder zur Seite. Das ist das, was ich jetzt nicht verstehe. Aber den kann ich ja auch nicht weiter hinfahren. Also der muss ja richtig stehen hier. Ich hoffe jetzt nicht, dass der verbuggt ist, dass das jetzt irgendwie daran liegt oder so. Ich gehe mal eben auf das Schiff, ob ich da jetzt irgendwie was machen kann oder was sehen kann oder so. Vielleicht muss ich ihm ja Bescheid geben, dass der mich da ja rumlotst. Ich weiß es nicht. Es wäre jetzt noch ein Gedanke, ja, von mir, wie man das jetzt vielleicht lösen könnte. Aber ansonsten, ja, das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich, dass das irgendwie verbuggt sein muss. Weil sie steht doch jetzt hier. Sie steht doch... Das kommt ja dann hier rein. Das ist das, was ich jetzt gerade irgendwie nicht verstehe. Vielleicht checke ich auch irgendwas jetzt nicht, aber... Ach, nehme es doch mal an, wenn ich da drauf drücke. Ja, immer noch. Das ist so ein bisschen nervig, dass der das dann nicht annimmt und dann ist plötzlich der Zeiger zwischendurch wieder weg und... Wo stand der denn jetzt überhaupt? Der stand hier oben, ne? Er steht aber... Doch, er steht noch da. Drehen Sie das Rad auf der Brücke, um den Kohlekessel der Kristall zu öffnen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Oder habe ich das vielleicht nicht ganz... Aber ich habe das doch komplett geöffnet. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, dass der das deswegen... dass der deswegen Probleme macht. Aber soweit ich weiß, mehr konnte ich das nicht öffnen. Ich kann hier auch nur rausgehen. Ich kann das Rad auch nicht mehr benutzen. Hm. Hallo, Mauszeiger? Irgendwie ist das seltsam. Ich kann den Knopf immer noch nicht drücken. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Ich begreife es gerade wirklich nicht. Also aufgrund dessen, dass ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt ein Bug ist und jetzt nicht die ganze Folge... Ja, damit verschwenden will, jetzt hier dumm rumzulaufen, mache ich hier mal eben einen kleinen Cut und werde mich mal informieren, ob man das jetzt mit dem Knopf machen muss oder nicht. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Weil unten ist ja alles geöffnet. Ich meine, das sieht man ja auch. Und das Rad könnten wir nicht mehr drehen. Es lag auch nicht daran, dass da jetzt irgendeiner was einlenken muss oder so, weil mit dem Captain haben wir gesprochen. Ne, der ist hier oben ungefähr. Das funktionierte ja auch nicht. Also der hat hier nur das Gleiche gesagt. Und wenn wir hier dran drehen, dann dreht er ja nur das Ding oben hin und her. Und ja, eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Folge quasi mal das Gleiche tun. Das habe ich jetzt schon in der letzten Folge gemacht. Und das fand ich jetzt auch schon nicht so dolle. Ich vermute wirklich ganz, ganz stark, dass es irgendwo ein Bug ist. Ich bin mir aber nicht sicher und da ich mir nicht sicher bin, werde ich gucken, ob ich vielleicht irgendwo eine Info bekomme und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Also ich mache es sehr, sehr ungern, bin ich ganz ehrlich, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Bug ist. Anders würde ich es jetzt nicht verstehen. Also, ich habe mich jetzt mal ein wenig informiert. Ich habe zwar nicht alles gesehen, aber ich habe etwas gesehen, was ich vorher nicht gesehen hatte. Und zwar kann man hier wohl... Nicht nur, ja, man kann mehrere Ansichten sehen von dem Kran. Und in der Ansicht wäre es mir jetzt aufgefallen, dass ich die Sachen nämlich ins Wasser geworfen hätte, weil es nämlich nicht darüber, oder vielleicht hier auf diesen Steg drauf geworfen hätte, weil es nicht darüber ist. Jetzt probieren wir mal eben die Richtung. Ich weiß nicht, ja, es ist natürlich genau die falsche. Hallo?
Wenn ich einmal nach rechts und einmal nach links mache, dann heißt das normalerweise, dass er dann in die andere Richtung fahren muss. Seid ihr doof? Jetzt weiß ich wohl nicht. Wenn wir die Richtung so machen, dann geht er nicht so zurück, ne? Ja. Ich sag ja, ich hab's jetzt nicht bis zum Ende gedacht. Was macht denn der Hebel? Der zieht, der dreht das Teil aber nur, der versetzt den nicht. Ach so, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Ja, okay. Okay, okay. Also, diese Ansicht, da ich diese Ansicht nicht hatte, wusste ich nicht, dass man näher ran konnte und habe deswegen gedacht, dass man, dass es irgendwie verbuggt ist, aber es ist gar nicht verbuggt. Das habe ich jetzt aber nicht gecheckt. Also da saß ich wirklich... So, das müsste jetzt aber eigentlich die richtige Position sein. Ja, jetzt lässt sie das auch runter. Oh mein Gott. Ich habe das mit den Schienen echt nicht gesehen. Ich habe gedacht, wir haben nur eine Schiene, die da komplett durchgeht. Das war jetzt... Ja. Offenbar haben sie das mit der Kohle gut gemacht, Kate. Naja... Gut, kann man auch noch alles befehlen. Ist bereit, um den Wassertank zu füllen. Jetzt müssen wir nur noch den Wasserturm mit der Kristall verbinden und da hinaufklettern, um den Mechanismus manuell auszulösen, damit das Wasser fließt. Das mache ich dann wahrscheinlich, ja. Ziehen wir Streichhölzer. Nein, okay. Ich mache das mal eben. Lassen Sie mich raten, das ist meine Aufgabe. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie zurück zu mir an Bord. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir ablegen können. Was? Noch mehr? Macht ihr überhaupt mal irgendwas? Zäh? Na gut, aber ich bin zumindest froh, dass wir jetzt diese Folge nicht eine halbe Stunde fürs Nichtstun quasi aufgenommen haben. Aber ich hab's wirklich... Bleibst du jetzt hier? Hallo? Du sollst das nehmen, wo ich draufklicke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gesehen und deswegen habe ich es auch nicht gecheckt. Ich hatte ja auf die Knöpfe gedrückt, aber ich habe gedacht, wir haben nur diese beiden Ansichten gehabt. Ja, man soll nicht denken, man soll vielleicht doch noch ein paar Mal öfter drücken. Der Kapitän sagte, ich soll erst den Wasserzulauf auf der Brücke der Kristall anschließen. Willst du mich verarschen? Da muss ich ja wieder hier runter. Ja, komm, beweg dich. Jetzt bin ich extra hier hin. Friere mir hier einen Ast, weil nämlich gerade noch das Fenster hier offen ist, weil ich schon die ganze Zeit zumachen wollte. Habe ich aber leider vergessen in den zwei Minuten, drei Minuten, die ich da eben pausiert habe. Komm, geh da rein. Los. Das ist so ein bisschen nervig, dass der das nicht immer so ganz annimmt, wenn man halt mit der Maus draufdrückt oder dass der Mauszeiger zwischendurch plötzlich weg ist. Deswegen habe ich auch gedacht, weil im Internet leider steht, dass das Spiel sehr, sehr viele Bugs hat, bin ich davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass, dass das ein Bug sein müsste. Und ja, ich habe es, wie gesagt, nicht gecheckt irgendwie. Was macht der denn? Der macht das auf. Kann man das hochziehen irgendwie? Oh, okay. Oder so. Gut, dann können wir das jetzt wahrscheinlich... Hallo? Ja? Du brauchst nicht rumlaufen. Du solltest das nur zumachen. Hallo? Alles gut mit dir? Alles okay? Ja, nimm es an, wenn ich rausgehe. Komm. Ich bin nicht genervt, aber ich möchte das jetzt auch endlich mal hinter mir haben mit dieser Szene, weil... Oh, das hat mich jetzt so genervt. Wenn man hier steht, klar. Jetzt habe ich meinen Mauszeiger wieder nicht mehr. Hallo? Wenn man hier steht, klar, dann sieht man es natürlich. Aber ich saß hier die ganze Zeit in einem Kran und ich habe echt gedacht, wir haben nur diese... Nee. Diese Schiene hier war das, glaube ich. Nee, ja, streng genommen standen wir auf dieser Schiene anscheinend drauf. Ich weiß es. Nee, Moment, das ist der Kran, genau. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe es null gecheckt. Ich habe dann auch nur die Knöpfe zu wenig gedrückt. Also ich hätte, hallo, komm. Ich hätte da mehr drauf drücken müssen. Kreide ich mir auch ganz ehrlich an. Nur ich habe jetzt wirklich gedacht, wenn das jetzt ein Bug ist und ich mache da jetzt wieder eine halbe Stunde rum, habt ihr natürlich auch nichts davon. Wieso füllt man eigentlich Wasser in ein Schiff?
Das Wasser schwimmt doch auf einem Schiff. Nein, das sollte nur ein kleiner Witz zwischendurch sein. Gut, dann gehen wir jetzt zum Captain. Wahrscheinlich müssen wir drinnen auch noch 1000 Sachen erledigen. Hallo. So. Ich gehe mal davon aus, dass der drinnen ist. Ja, du sollst immer noch reingehen. Danke. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier eigentlich hinlaufe. Ich sehe ja hier in dieser blöden Einstellung nichts. Ja. So. Einmal hoch. Einmal zum Captain. Ich denke mal, ja. Ich habe mich um das Wasser gekümmert. Alles lief glatt. Kann der da unter sich liegen? Bei Ihnen alles in Ordnung? Nein. Der Zündschlüssel für den Kristall. Oh. Ich kann ihn nirgends finden. Dein Ohne Ernst ihn ist. Können wir nicht starten. Ich würde gerne sowohl eins wie auch zwei fragen, aber... Mal sehen. Los, denken Sie nach. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Herr im Himmel, jetzt weiß ich es. Vor 20 Jahren, als ich ohne die Automaten aus Baranur zurückkam, haben mir alle ziemlich hart zugesetzt. Kapitän, ich verstehe nicht, worauf Sie... Also verbrachte ich die ganze Nacht im Gasthaus. Sie hätten mich sehen sollen, als ich auf die Brücke der Kristall zurückkam und... Und? Und ich warf den Zündschlüssel der Kristall ins Wasser. Ich schwor, dass ich die verfluchten Gewässer des Sees nie wieder befahren würde. Haben wir einen Magneten? Ein Zweitschlüssel, ja, wäre gut. Was ist denn mit Steiners Modell? Keine Ahnung, was das ist. Es muss einen Zweitschlüssel geben. Ich weiß nicht. Als Steiner die Kristall fertig gebaut hatte, gab er mir jedenfalls nur einen. Okay. In Simon Steiners Werkstatt habe ich ein Modell der Kristall gesehen. Er hat das Schiff konstruiert? Ja, natürlich. Dann muss er uns helfen können. Vielleicht. Wer weiß? Also ist der Zündschlüssel für immer verloren? Ja. Ja. Ich fürchte schon. Tut mir leid, Kate. Aber wir stecken fest. Nicht mit mir. Schon wieder habe ich alles gründlich vermasselt. Schon wieder. Seien Sie nicht zu hart mit sich selbst, Kapitän. Ich finde eine Lösung. Wenn Sie das sagen. Wir sind doch clever. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung. Weil wir haben es ja quasi gerade selber schon gesagt. Wir müssen zu Steiner, ich meine, das war der Uhrmacher, und müssen uns ein neues Modell besorgen. So, da ich jetzt aber nicht weiß, wie lange das dauert, beziehungsweise vielleicht hat er ja auch nur ein einziges Modell, weiß ich ja nicht. Es kann natürlich sein, dass wir zu ihm müssen, dass wir dann wieder ins Dorf zurück müssen, da dann einen Schlüssel nochmal anfertigen lassen müssen oder was weiß ich. Obwohl, wenn er das selber gemacht hat, wird er das ja auch selber können, denke ich mal. Keine Ahnung, wie lange das dauert, deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und gehen dann in der nächsten Folge zu Steiner rüber und ja, kümmern uns darum, dass wir hier einen Ersatzschlüssel holen. Wäre ja auch irgendwie zu schön gewesen. Ich habe jetzt gedacht, endlich haben wir jetzt alles gemacht und können jetzt in die hohe See stechen, aber naja, das war dann wohl nichts. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.